Okay, also Servus Armer, erstmal gute Besserung. Vielen Dank, Servus zurück. Wie geht es dir im Moment? Ja, ich muss ehrlich zugeben, dass es mir ganz gut geht. In den letzten Tagen hat mein Körper viel dagegen angekämpft, aber mittlerweile ist der Husten deutlich zurückgegangen. Fieber habe ich schon lange keins mehr. Und ja, jetzt kämpfe ich nur noch mit meinem Geschmacksverlust. Also ich wäre froh, wenn ich mal eine Erdbeere beiße und wieder weiß, dass es eine Erdbeere ist. Also schmeckt so im Moment praktisch nichts. Ich schmecke und rieche absolut gar nichts richtig. Okay. Weißt du denn inzwischen, wo du dich angesteckt hast? Schwierig zu sagen. Ich war am Freitag unterwegs. Ich war am Sonntag Kaffee trinken in der Stadt. Am Montag war ich sogar noch kicken. Da ging es mir auch noch relativ gut. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch habe ich dann extreme Beschwerden bekommen, habe Fieber bekommen. Und wo genau ich mich jetzt angesteckt habe, kann ich dir ehrlich nicht sagen. Keine Ahnung. Und du befindest dich im Moment ja zu Hause in Quarantäne, oder? Ist Ja, das richtig? richtig, richtig. Ich wohne ja hier Und noch mit meiner Mutter und meinem Papa und meiner kleinen Schwester. Die wurden auch heute getestet, aber bei denen geht es nicht so, sage ich mal, die müssen dreimal negativ getestet werden, damit es dann auch klar ist, dass die negativ sind, weil die ja mit einem positiven unter einem Dach wohnen, ist es dann relativ schwierig. wie kann man sich das dann bei dir im Moment vorstellen? Bist du jetzt in deinem eigenen Raum? Ja, ich habe mein eigenes Zimmer, das verlasse ich eigentlich nur, um auf Toilette zu gehen. Essen tue ich auch in meinem Zimmer, also das wird mir dann vors Zimmer gelegt, wie so einem Häftling. Dann klopfen sie und dann hole ich mein Essen ab. Und ja, hilft ja nichts, da muss man jetzt durch. Genau. Und wie ist es mit deinen Kontaktpersonen? Bei deiner Familie hast du ja auch schon gesagt, aber du hast ja gesagt, du warst am Montag auch noch kicken. Dein Verein wird jetzt auch get also werden die jetzt auch alle getestet? Oder wie sieht es bei denen aus? Also beim Verein ist es so, dass der letzte Kontakt am 12. März war. Wäre jetzt sehr, sehr dubios, wenn da jetzt noch einer Symptome bekommen würde. Klar kann es sein, aber das Gesundheitsamt hat mich gestern angerufen und die wollten eigentlich von mir nur wissen, mit wem ich die 2 Tage vor meinen ersten Symptomen Kontakt hatte. Also anscheinend sind das so die entscheidenden Kontakte. Und was jetzt den FC Pipinzried betrifft, denke ich und hoffe ich, dass ich jetzt dort keinen angesteckt habe und das Virus auch noch nicht so lange in mir drin habe. Also die Personen, die du die letzten 2 Tage praktisch getroffen hast, werden jetzt überprüft und auch getestet, oder? Die werden auf jeden Fall vom Gesundheitsamt angerufen, weil ich habe dem Gesundheitsamt die Kontakte weitergeleitet. Wie es dann weitergeht, ich denke, dass die erst getestet werden, wenn die Symptome aufweisen, weil die Anzahl der Tests doch relativ überschaubar ist. Genau. Und du hast jetzt wahrscheinlich nichts zu tun. Was machst du denn, oder was fängst du mit der ganzen freien Zeit jetzt an? Ja, das fragen mich viele. Ja, also PlayStation spiele ich nicht. Ich bin kein Zocker. Auf dem Feld ja, auf dem Platz ja, aber so in der Freizeit jetzt nicht. Ansonsten viel Netflix, viel FaceTimen. Ja, man versucht halt irgendwie die Zeit totzuschlagen, sage ich mal. Aber ich sag mal so, wer jetzt sagt, ihm ist nicht langweilig, der lügt zu 100%. Was geht dir im Moment am meisten ab? Fußball, klar. Fußball? Training und Spiele, okay, das erwartet man auch von einem Zocker wie dir. Ja, ich arbeite ja noch zusätzlich in der Münchner Fußballschule, deswegen ist für mich Fußball sowieso, hat sich alles immer nur um Fußball bei mir gedreht. Deswegen ist die Antwort auf die Frage relativ einfach gewesen. Wie sieht es im Moment insgesamt bei dir mit Sport aus? Ich meine, du sagst ja, dass dir körperlich wieder relativ gut geht, aber machst du im Moment Sport noch nebenbei oder gar nicht? Nee, ich habe noch gar nichts gemacht. Es ist ja immerhin eine Lungenkrankheit und ich möchte da jetzt die Lunge Ja. nicht irgendwie überstrapazieren oder irgendwie zu früh belasten, dass da noch irgendwelche bleibenden Schäden bleiben. Also ich möchte mich schon vernünftig auskurieren und dann einfach schauen, dass ich Step by Step wieder der Alte werde. Okay. Wie denkst du denn, endet die Saison jetzt? Ich meine, sie ist ja unterbrochen, das weiß ja jeder. Jetzt muss ja irgendeine Lösung her. Ja, ist richtig. Boah, schwierig. Ich lese viel, klar, auch auf eurer Seite. Die meisten sind ja dafür, dass die Saison abgebrochen wird, annulliert wird, quasi wie beim Eishockey, soweit ich das jetzt mitbekommen habe.
Eine andere Lösung ist, dass der Meister aus der jeweiligen Liga aufsteigt und man im nächsten Jahr dann in den Ligen mit mehr Mannschaften antretet. Es ist schwierig. Für Vereine wie uns und Türkgücü, sage ich mal, es wäre es relativ unfair, wenn die Saison annulliert wird, weil gut, Türkgücü ist jetzt 9 Punkte, glaube ich. Das ist noch relativ so, dass man sagt, okay, vielleicht könnten die es abgeben, aber bei uns ist es eigentlich so wie bei Liverpool. Also uns holt in der Regel niemand mehr. Und deswegen wäre es schon schade, wenn so eine Saison, die wir gespielt haben, die auch rekordverdächtig ist, sage ich mal, dass wir uns da um den eigenen Lohn bringen oder dass so ein Virus uns um den Lohn bringt. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass es wichtigere Dinge gibt als Fußball im Leben und das ist die Gesundheit. Und wie dann jetzt im Endeffekt entschieden wird, es wird eh immer unfair bleiben. Also es gibt keine faire Lösung in der ganzen Geschichte. Immer, es wird immer irgendjemand geben, der irgendwas zu meckern hat. Deswegen, die richtigen Leute werden das Richtige entscheiden, denke ich. Was wünschst du dir jetzt persönlich für deinen Verein? Ich meine, wie du sagst, euch kann ja im Endeffekt fast nur noch Corona aufhalten vom Aufstieg. Ja, für uns wäre es natürlich ideal, wenn der Meister aus den jeweiligen Ligen aufsteigen würde oder die Saison noch irgendwie zu Ende gespielt werden kann, was ich bezweifle, aber ja, das wären so die Idealvorstellungen für uns. Siehst du dein Team gewappnet dann für die neue Saison? Also falls es eben hinhaut mit dem Aufstieg und nicht irgendwie die Saison annulliert wird? Ja, also ich denke, dass alle Mannschaften mit der Sache jetzt hier zu kämpfen haben. Also es wird nicht nur für uns schwierig, da nochmal reinzufinden und uns zu finden. Aber ja, ich denke, wie gesagt, es wird halt einfach dann wie eine neue Vorbereitung und dann geht alles wieder von null los.